Servus Leute, euer Blaine wieder da. Ja, was geht bei euch so? Ja, heute mal mit was ganz Kleinem, also ganz kleines Video nur. Und zwar geht's um die PlayStation 4. Ja, am 20. Februar, also übermorgen, wird die PlayStation 4 vorgestellt, was sie kann, wie viel sie kosten wird. Was ich euch jetzt schon mal sagen kann, die PS4 wird wahrscheinlich einen Jaguar-Kern haben, also bedeutet 8 mal 1,6 Gigahertz. Also, es klingt erstmal wenig, aber im Endeffekt ist es wirklich sehr nice und vor allem die PS4 hat eine Killerfunktion. Also, was bedeutet eine Killerfunktion? Wie soll ich es euch erklären? Es ist eine Funktion, die einen Kick gibt, die Konsole unbedingt zu kaufen, was es vorher noch nie gab. Und zwar, so laut meinen Informationen, wenn es wirklich so klappen sollte, was ich recherchiert habe, was ich alles gesehen habe und dies und das, da ich auch in Kontakt mit Sony bin, weil ich ja Händler bin, steht, die überlegen auf dem Controller, ihr wisst ja, den normalen DualShock-Controller, wo der PSN-Knopf ist, da in die Mitte ein Bildschirm reinzupacken, damit man da auch im Menü herumspielen kann. Und vor allem jetzt kommt die Killer-Funktion, was ich euch erwähnt habe nochmal. Und zwar, laut Sony, was ich von denen selber schriftlich bekommen habe, heißt es, die PS3, also der Controller oder die PS3, ich weiß es jetzt nicht, die haben nur gesagt, die Konsole oder der Controller nehmen, jetzt kommt, für die ganzen Let's Play-Spieler, die Videos hochladen auf YouTube, Facebook verlinken, Twitter, dies und das, gibt es diese eine Funktion. Und diese Funktion kann 15 Minuten lang, also der nimmt 15 Minuten euer Spiel automatisch auf. Ihr könnt es dann, soweit ich von denen auch weiß, so bearbeiten, wie ihr wollt. Also ihr habt verschiedene Möglichkeiten, das Video gleich zu bearbeiten, zu schneiden und dies und des Weiteren. Und ich denke mal, 15 Minuten aufzunehmen von einem Spiel. Zum Beispiel, man spielt Black Ops 2 oder in dem Fall, wenn PS4 draußen ist, Modern Warfare 4, sagen wir mal. Und du hast einen richtig geilen Kill hinbekommen. Dann ist es mit drinnen. Bei der PS3 gibt's ja dieses HDVPR oder wie der Schmarrn auch heißt. Erstens, es kostet eine Menge Geld. Es gibt auch günstigere, aber die nehmen halt nicht so gut auf. Jetzt hat man halt bei der PS4 die Möglichkeit, dass das automatisch aufnimmt. Ihr könnt es dann gleich hochladen oder schneiden und bearbeiten. Das ist gar kein Ding. Das ist dieser Killer. Diese Killerfunktion, was die PS4 wirklich bekommen soll und wird anscheinend. Also am übermorgen wird es vorgestellt. Da kann ich euch noch mehr Informationen sagen. Da weiß ich den Preis, da weiß ich alles. Auf jeden Fall, was für Spiele geplant sind, was getestet werden übermorgen, was ich ja anschauen kann, ist Killzone 4, Little Big Planet 3 und wahrscheinlich, also zu 20% FIFA 14 schon. Ja, das war ein kleines Informationsvideo. Ah ja, genau, über den Preis. Die PS4, jetzt kommt's, wird weniger wie die PS3 anscheinend kosten. Ne? Die PS4 wird wahrscheinlich zwischen 300 und 500 oder sogar nur 400 € kosten. Also zwischen 300 und 500 € wird sie liegen. Preislich sagt, hat Sony mir jetzt geschickt. Das sollte eigentlich nur ein ganz kleines Informationsvideo sein für euch, damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Von der Xbox versuche ich gerade noch welche Sachen rauszubekommen. Vielleicht schickt mir jetzt Microsoft mal bald irgendwelche Dateien, was ich über die Xbox wissen sollte und nicht. Ja, Leute, ganz wichtig, wenn ihr noch mehr Informationen wollt, wenn ihr über Spiele Informationen haben wollt, wenn ihr wissen wollt, wie ist das Spiel, fragt's nach meiner Meinung, das ist gar kein Problem. Schreibt es mir in der Nachricht oder schreibt unter den Kommentaren. Ja, Bladen, kannst du mal so und so über das Spiel ein kleines Video machen oder ein Fazit? Weil ich habe hier alle Spiele, die hier sind, gehören mir. Es sind fast 100 PS3-Spiele, 80 Xbox-Spiele, alles mögliche, ist egal. Fragst mich sogar die ganz alten Sachen, Super Nintendo, ne, ist egal. Ich habe alles da. Fragt sich. Schreibt es unter den Kommentaren, abonniert, nicht vergessen, Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat für die Information. Schreibt eure Meinung dazu. Was haltet ihr von der PlayStation 4? Was erwartet ihr von der Xbox 720? Schreibt alles darunter. Ich werde alles beantworten. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Euer Bladen.